Guten Abend, ich bin die Christine, ich bin 62 Jahre alt und wohne im steirischen Salzkammergut. Ich bin jetzt ein Jahr alleine und ich hätte gern wieder einen Partner. Und wieso sind Sie alleine? Was ist passiert vor einem Jahr? Was ist passiert? Es ist nichts Schönes passiert, aber für mich ist es vorbei, für mich ist es Vergangenheit und ich schaue eigentlich nur mehr in die Zukunft. War das eine Ehe? Nein, das war nicht die Ehe. Ich war vor dieser Beziehung verheiratet. Das ist auch nicht gut gegangen. Wieso das nicht? Was ist passiert? Das war sehr schwierig, weil da vom Gatten her eine sehr starke Mutterbeziehung war. Und das war für mich nicht schön. Das heißt, er ist immer zur Mama gelaufen? Richtig. Und hat bei der Mama gegessen? Richtig. Und die Mama war die einzige Frau, die gewusst hat, wie man ihn zu behandeln hat. Also ein Muttersöhnchen, wie man so sagt. So eigentlich. Und mich hat sie eigentlich irgendwie als Konkurrentin gesehen. Und wie lange haben Sie mit ihm zusammengelebt? Ich war mit ihm 15 Jahre verheiratet. Habt ihr Kinder gehabt? Wir haben zwei Kinder, ja. Und zu den Kindern war er angenehm? Zu den Kindern war er sehr angenehm. Er hat auch zu seinen Kindern heute ein gutes Verhältnis. Und ihr habt's? Wir können inzwischen auch wieder reden. Wir sind im gleichen Ort. Die Mutter ist inzwischen gestorben. Das hat einem auch fast das Leben gekostet. In was haben Sie sich denn verliebt? Ich war 17 Jahre, wie ich den Mann kennengelernt habe. Mein Vater war Förster und mein geschiedener Mann auch Förster. Und die sind mit gemeinsam auf die Jagd gegangen. Er ist immer eingeladen worden. Und meine Eltern haben heute halt schon irgendwie in gewisse Bahnen gelenkt. Und naja, mit 19 Jahren habe ich halt dann diesen Mann geheiratet. Und was haben Sie ihm dann gesagt nach 15 Jahren? Dass ich eigentlich so nicht mehr will. Es war für mich auch nicht ganz einfach, weil die Kinder waren ja noch 9 Jahre, 11 Jahre und ich habe dann müssen den ganzen Tag arbeiten und nebenbei die zwei Kinder gehabt. Aber es ist auch gegangen. War das der einzige Mann in Ihrem Leben? Nein. Es waren nachher noch einige Beziehungen, die aber nicht sehr lang gedauert haben. Bis die letzte jetzt, die habe ich vor einem Jahr beendet, die hat 7 Jahre gedauert. Und wieso haben Sie sie beendet? Weil dieser Mann ein Musikant war und ein Musikant möchte ich nie mehr in mein Leben. Ja, ist das nicht wahr? Also er darf alles sein, aber Musikant darf er nicht sein. Wieso darf er kein Musikant Nein, sein? Weil der immer unterwegs war. Der war permanent von Freitag bis Sonntag sowieso immer irgendwo. Und ja, freilich ist er ein geselliger Mensch gewesen und ist auch zum Trinken ein wenig gekommen. Und das ist das, was ich eigentlich nimmer will. Ich habe mich eigentlich in dem Jahr nach dieser Trennung sehr in die esoterische Richtung entwickelt. Ich tue mich auch weiterbilden in diese Richtung. War das ein bisschen ein Trost, so die Esoterik? Das war ein wenig ein Trost. Ich habe auch da in dieser Zeit, man darf das nicht jedem sagen, aber ich habe da Erscheinungen gehabt und Erlebnisse gehabt. Was für Erscheinungen haben Sie gehabt? Engel. Engel? Ja, Engel, aber wirklich Engel.
Und wie sind sie erschienen, diese Engel? Das ist in deinem Zimmer, ist das hell geworden drinnen. Und hat man dann eine Person oder ein Wesen? Nein, dann hat man das so rauschen gehört und gesehen. Person habe ich keine gesehen, aber es war eben ganz hell. Und ja, schön eigentlich. Und dann wäre es halt schön, wenn der Partner für das auch ein wenig Verständnis hätte. Wie stellen Sie sich die neue Beziehung vor? Ich hätte schon gerne einen Partner, der mit mir einmal, was weiß ich, in die Therme fährt oder in ein Konzert geht oder ein paar Tage wegfährt. Er kann auch gerne bei mir sein, aber ob das ständig ist, das kann ich nicht sagen. Wollen Sie sich nochmal verlieben? Das schließe ich eigentlich nicht aus. Und dann könnte ja sein, dass sich das andere auch anders ergibt, dass man sagt, naja, man will den Menschen da haben oder man will bei ihm sein, wie auch immer. Wollen Sie noch einmal heiraten? Nein. Das kam jetzt ganz schnell heraus. Nein, das möchte ich nicht. Warum nicht? Nein, kann man das nicht vorstellen. Einmal verheiratet? Genug.